Ja, halt es vor. So, wir befinden uns gerade im Englisch GK2. Mit 100 hat er 2 Jahre. Mit 100 Jahre! Nein, ich bin Kamerastreuer. Hey, ich denke an dich. Baby, Tag. Bitte verlass mich nicht. Genau so. Okay, also Jungs. Ich darf jetzt ein bisschen filmen. Das ist unsere 1er-Schülerin hier. Hat mir immer geholfen bei Klausuren. Hat mir immer meinen Arsch gerettet. Das ist erstmal Künstlerin. Zu Sarah möchte ich nicht sagen. Tom hat mir auch sehr oft meinen Arsch gerettet. Isabelle ist klein. Wir haben auch geistig behindert im Kurs. Du passierst von mir dein Karma. Den ficke dich gegen den Strich. Du hast Gesicht. Ich habe ein bisschen Arsch im Gesicht. Den Arsch. Ich weiß gar nicht, wieso der Mathe-Leistungskurs ist. Hallo, ich bin Mine. Bist du schüchtern? Ich grüße all meine Fans da draußen. Kannst du arbeiten? Oh! Komm. Da halt was umkodiert. Schau um. Oh, ich bin tot. Ich kipp gleich nochmal. Guten Tag, Herr Wettermann. Hi, Volkan. Hi, Rudi. Aus unserem Kurs, wen sehen Sie? Als ersten, als einen Erdkundelehrer. Naja, alle Absolventen des Erdkunde-Leistungskurses hatten natürlich das Stück dazu. Denken Sie, Pauls Finger wäre eine gute Alternative für einen Schraubenzieher? Pauls Finger? Ja. Nein, glaube ich nicht. Schämen Sie sich eigentlich für dieses Gebäude? Schämen mich? Eher für den Zustand des Gebäudes, ja? Würden Sie lieber Stierhoden essen oder einen Schimpansen gehören? Affenhirn? Schmeckt mit Eis, also auf Eis serviert, total lecker. Müsste man Indiana Jones nochmal fragen, aber Affenhorn und Eis, das ist der Burner. Hallo liebe Leute, willkommen auf einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute zeigen wir euch unsere schöne Schule. Papa. Es ist scheiße kalt. Ja! Wir hatten einen Aalen, der hat erzählt, der hat seinen Stofftier gefickt. Noch einer? Herr Schagel, wem würden Sie es am ehesten zutrauen aus dem Kurs, dass diese Person mal, sagen wir mal, Präsident wird? Präsident? Ich würde sagen, Seeda hätte gute Chancen. Aber auch Adam hätte gute Chancen, sowas mal zu machen. Auf jeden Fall, wenn er sich da noch so ein bisschen in der Rhetorik ein bisschen übt, könnte er das ganz gut machen. Wem würden Sie es am ehesten zutrauen, Teenie-Mutter zu werden? Ich meine, jetzt bei Adam kann man sich das ja nicht vorstellen, dass er am Ende schwanger ist. Aber ein Vater wird da ganz gut abgeben, glaube ich. Ja? Also sagen Sie, dass Adam jetzt nicht als erstes ein Kind bekommen wird? Bestimmt. Mottowoche Tag 2! Hi! Oha! Mix die Ankunftsgebäude. Also Leute, das ist der zweite Tag der Mottowoche. Tag 2. Lass mal rumgehen. Hier ist einmal Sarah, die ist verkleidet als Wanda. Und hier ist Eda, die ist impossible. Da ist Sarah, die ist minimal. Und Perry. Harry Potter. Superman.
Hi! Frau Nicole, wollen Sie kurz was für unsere Stufe sagen? Noah, als was bist du verkleidet? Erzähl mal. Johnny Ted. Er ist ein kleiner Scheißkerl, hat einen sprechenden Hund, zwei Schwestern, die Sachen erfinden und macht damit Scheiße. Aha. Ich bin Ruffy aus One Piece. Und was macht der so? Ja, der ist ein Gummimensch. Der kann sich also komplett ausziehen und der wird der König der Piraten. Willst du dich also heute ausziehen? Ja. Corazón, pero todavía tiene mucho dinero. Que es un verdadero Junge! Komm mit der Dilette! Was war Ihr erster Eindruck über diesen Kurs? Über diesen Kurs? Ja. Als ihr Neue dazu kam, dachte ich erst, um Gottes Willen, hoffentlich machen die meinen super tollen Q1-Kurs jetzt nicht strubbelig. Mhm. Ich finde, das hat eigentlich ganz gut harmoniert. Also es sind sehr fähige Leute auch dazugekommen. Wenn Sie Ihre eigene Lehrerin wären und Schüler jetzt in diesem Kurs, was würden Sie über sich selber denken? Ich würde wahrscheinlich denken, ja, die Frau ist so in mittleren Jahren, die hat vielleicht auch früher anders unterrichtet, die hat eine gewisse Erfahrung und vielleicht manchmal etwas strukturierter sein könnte. Und noch was ganz Wichtiges, dass sie im letzten halben Jahr IT-mäßig viel Neues dazu gelernt hat, aber immer noch nicht auf der Höhe der Zeit ist. Vanessa! Oh nein! Zieh mich doch an! She just so good! Hallo! Na Mann, was soll das hier? Letzter Schultag, dementsprechend angezogen. Aber ich will nur eine Sache sagen, ich habe mich von der Schokoladenseite heute gezeigt. Und das heißt, ich bin kein asozialer Kanake, sondern ich bin sozial, Alter. So, Melissa, letzter Schultag. Ach, ja. Hätte nicht gedacht, dass der irgendwann mal kommt. Na, wie fühlst du dich jetzt?
gar keine Lust, meine ja. Komisch? Ja, irgendwie noch nicht so ganz real. Morgen, Tom. Für wie fühlt es sich an zu wissen, es ist zu Ende? Es ist total komisch. Oder? Ja, ich habe es irgendwie noch nicht ganz realisiert. Ja, ich auch. Weil wir noch zwei Wochen Abi-Vorbereitung nach den Ferien haben. Ich glaube, danach wird es so richtig, richtig komisch. Danach ist es so. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es nach dem Abiturprüfung ist. Auch vollkommen der Tag, an dem du deine letzte schreibst. Also diese kommst du nach Hause und wirst, was mache ich denn jetzt? Das war's. Weißt du, wenn ich jetzt nach Hause komme, weiß ich ganz genau, okay, Englisch, Mathe, so wie Info, lernen, los jetzt. Ja, es fängt an. Im letzten Haus bin ich so, okay, und jetzt? Ein Jahr Pause. Ja, nicht ganz ein ganzes Jahr, ein halbes, aber trotzdem. Reich und schön. Reich und schön. Wie fühlt es sich an? Letzter Schultag. Normal. Ali, ja. Stell mal deine Verkleidung, Kostüm vor. 250. Ich habe jetzt gemacht, kostet damals 50. Das ist jetzt kein Tommy Full, deswegen ist der, glaube ich, 50 Euro hat der Lotion kostet. Bindung. Wie fühlt es sich an, dass Sönder das Fett hat? Geht alles irgendwie viel zu schnell. Vielleicht noch ein Jahr sitzen bleiben, wäre eigentlich zu schnell. Leute, es ist Sönder. Wir haben noch eins. Leider nee. Zu Ende! Es ist leider zu Ende, was machen wir jetzt? Ich würd aber sagen, Herzlack verdient einmal noch einen Applaus. Ja, einmal! Ich glaube legit, ich war noch nie so schnell in meinem Leben gegessen. Kasper, willst du Abschluss machen? Für den Film. Abschluss? Ja, letzte Szene überhaupt. Letzte Szene überhaupt? Ja, letzte Szene überhaupt. Wir sind die krassesten!